So, da. Auf zur Catwoman. Jetzt muss ich mich nur orientieren, wo sie ist. So. Das ist Bristol in Flammen. Das ist der Riddler. Das ist eigentlich eh das, was wir brauchen. Ich schaue nur die anderen durch. Okay, das ist Anarchie. Der taucht da wieder mal auf. Schützen, gut. Eine Herausforderung im Cauldron-Bahnhof? Also gut, Nigma, ich spiele deine Spielchen und werde gewinnen. Selinas Leben hängt davon ab. Genau, Selinas Leben hängt davon ab. Wer sind diese Armeetypen? Sie nehmen Gebäude ab. Angegriffen! Batman hat den Riddler zerstört. Ups, die schießt aber schnell. Treffer! Ups. Scheiße, die Bullen wollte ich eigentlich nicht aufhalten. Zur Teilnahme bewegen. Ich dachte eigentlich, dass ein so in Bildnisse verliebter Narzisst, der sich Fledermaus-Radkappen zulegt, niemals freiwillig dieser Demütigung aussetzen würde, die ich parat habe. Doch du bist hier, Detektiv. Deine Demütigung wartet unten auf dich. Meine Demütigung wartet unten auf mich. Naja, dann bin ich mal neugierig. Zum Glück kann ich mit meinem Auto die Demütigung machen. Es geht los. Du starrst mit entsetztem Unverständnis auf einen von mir eingestellten Mechanismus, der auf einen extrem präzisen Radarimpuls reagiert. Gleich gebe ich dir den Entschlüsselungscode, dunkler Ritter. Aber vorher müssen wir die Grundregeln für die heutigen Festivitäten durchgehen. Erste Regel. Du darfst mich nur an... Was? Du hast das erste Rätsel des Abends gelöst? Gut gemacht. Gut gemacht. Willkommen auf meiner Rennstrecke, Detektiv. Du musst drei Kurse diese Herausforderung beenden. Und jeder einzelne hat ein Zeitlimit. Geh, schalt weg die Blöcke da. Detektiv, testen wir doch mal dieses groteske Ego-Mobil. Mach dich bereit, Detektiv. Dieser Test verlangt mehr als bloß schnell zu machen. Ah. Vergisst es immer, diese Riddler-Blockaden. Oh. Du inkompetenter Rennfahrer! Ob der klapprige Motor das wohl hinkriegt? Ich glaube, kriegt das hin, aber lenken müsst ihr halt irgendwie auch kennen noch. Schutzsperre des Nachbrenners. Ich brauche mehr Tempo. Synapsen bewegen sich automatisch, weil sie einen Kurs mithalten. Schau hier, dunkler Ritter. Ach, Scheiße. Wirklich nicht schneller? Wirklich nicht schneller? Ach.
weiterentwickelte Schirme auftragen. Dunkler Ritter, verschwende nicht meine Zeit. Sie ist deutlich kostbarer als deine. Nochmal auf die Strecke, dunkler Ritter. Nochmal! Aha. Oh, Detektiv, was höre ich da? Die Zeit in ihrem Flügelwagen heraneilt. Na dran, Detektiv, ich mach jetzt nichts falsch. Falsche Richtung, dunkler Ritter. Soll das etwa ein schlechter Scherz sein? Scheiße. Beeilung, Detektiv. Du hast marginal bessere Chancen auf Erfolg, wenn du einfach mal anfängst. Grandios versagen. Nicht schnell genug, Detektiv. Jeder Idiot könnte das mit genügend Zeit. Das Auto lässt sich ziemlich schwer steuern. Falls du den intellektuellen Wert des Abschlusses dieser Herausforderung nicht verstehst, Batman, werde ich ihn dir bestimmt nicht erklären. Was ist jetzt wieder? Jetzt greift er plötzlich nicht mehr. Komm schon. Ich warte nicht auf Batman. Ruhig, Blut, dunkler Ritter, das Leiden ist vorbei. Wirklich zu schade, dass es die Physik nicht zulässt, meine außergewöhnlicheren Designs zu testen. Nun denn, Detektiv, hüpf auf die Druckplatte neben mir. Und? Hör gut zu, dunkler Ritter. Das Leben deiner Freundin hängt davon ab. Im Weißen Haus ist eine Reihe Glasschränke vor Catwoman aufgetaucht. Das stimmt doch, oder, mein Schatz? Ich sehe sie, Eddie. Gut. In einem dieser Schränke steckt der erste Schlüssel. In den anderen weniger nützliche Schlüssel, die den einfältigen Inhalt deines Schädels an die Wände des Waisenhauses verteilen. Bla 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 bla, der hört sich selber sehr gern reden. Finde heraus, welchen Schrank Catwoman öffnen muss. Lieg nur nicht falsch. Naja, es gibt nur einen, der da unten grün ist. Wir müssen nur schauen. Okay, Batman, mal sehen, ob du wirklich so schlau bist. Eins erledigt. Sehr gut, ihr beiden. Ihr habt den ersten Schlüssel. Erwartet aber nicht, dass ihr euch noch viel mehr aneignen werdet. So, da kann man jetzt nach Spaß und Belieben Rennen machen. Das ist jetzt freigeschalten auf der Map. Da kann man dann noch Zeit fahren und so weiter. Wer das mag und Lust hat, kann ich es nur nahelegen. Legt euch Batman Arkham Knight zu. PlayStation oder das, was wir hier spielen, die PC-Version. Und dann könnt ihr die Aufgaben bis zur ewigen Vergasung machen. Ich mache das nicht.
mache die Hauptmissionen und die Nebenmissionen, aber die einzelnen, wie gut bist du, welchen Rekord kannst du aufstellen, die mache ich nicht. Da würde ich mich erstens einmal blamieren und zweitens einmal würde es wahrscheinlich nicht zu Entertainment für euch beitragen und ich möchte euch ja in erster Linie unterhalten. So, das heißt, wir opfern unserer Zeit die nächste Mission, die wir brauchen, Nebenmission. Zum Beispiel am brennenden Hotel Bristol, was wir gesehen haben. Um dort Menschenleben zu retten, ist wahrscheinlich wesentlich besser. Wieso zeigt er mir das da an? Ah, das ist eine Bombe wieder. Leertaste das Virus hochladen. Sir, die Verbindung steht. Sir, wie erwartet wurde ein Drohnenkontingent ausgesandt, um sie aufzuhalten. Ziel gesichtet bei Falconi Shipping. Die sind aber schnell da. Diamond Beck getroffen. Der macht es nicht mehr lange. Der macht es überhaupt nicht mehr lange. Diamond Beck ausgeschaltet. Ja. Dafür bezahlt er. Batman wird noch mehr Drohnen zerstören. Zum Beispiel die da. So. Und die da. Rattler zerstört. Und die. Ups. Und diese hier. Genauso wie diese hier. Drohnen-Telemetrie diese hier. Schlagzeug. Erst, wo habt ihr jetzt die ganze Kohle her für die Drohnen? Hab ne Rattler verloren. Ja, du wirst noch mehr verlieren, glaub's mir. Primärziel hat Diamondback getroffen. Panzerung ist durchbrochen. Drohne zerstört. Ah, der ist gesessen. Bo. So, aber jetzt haben wir alle. Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Genau. Ausgezeichnet, Bombe entschärft. Du kannst nicht jede Bombe entschärfen, dunkle Ritter. Du hast nicht das Zeug dazu. So, vor Missionsauswahl. Was nehmen wir denn als nächstes? Bristol Fire Station. Das Fire Department selber brennt. Was ist denn am nächsten? Bomben wieder 1280, 1054, 1261 Meter. Hauptmission, 1025 Meter. Wir werden jetzt einmal die Fire Station als nächstes in Angriff nehmen. Bristol in Brand gesetzt. Ich muss das Feuer löschen und herausfinden, wer dahinter steht. Wir arbeiten nicht mit Scarecrow. Wir schließen uns nicht dem Psychopathen an. Komischerweise ist jetzt schon länger in meinem Kopf der Joker nicht mehr aufgetaucht. Das ist auch gut so. Braucht den Wahnsinnigen eh nicht. Wo ist er denn da oben? Mamba-Drohnen-Panzerung durchschlagen! Haben eine verloren, Sir. Ihr lässt euch wie Trottel aussehen! Genau. Satz ja. So,
Lasst euch nicht nur wie Trotteln ausschauen, es hat ja Trotteln. Zeigt sich immer wieder. So, ich muss weiter. Ich muss Fire Department löschen. Das haben wir schon. Den Bereich absichern, bevor ich die Sprinkleranlage aktiviere. Jetzt kommt der wieder hier. Das ist ja Wahnsinn, wie viel haben die. Da muss aber ein Nest wo sein. Früher oder später verlierst du. Du hast keine Wahl. Ja. So, okay, das ist die Firefly. Du hast mich einmal gesehen. Ah, jetzt ist sie auch wieder da. Geh bitte. Darf ich den nicht abschießen? Und die Wagen bleibt bald nur noch Asche übrig. Mein Gott, na, diese Steuerung ist schon. Bleib doch mal stehen, du Batschenpappen. Immer nur blöd reden, aber nicht stehen bleiben. Das ist ein bisschen lame die Mission. So. Ach, davon endlich! Heute Nacht wird diese stinkende Stadt mit Feuer gereinigt. Lament. Ich glaube, wir sind diesem reizenden Pyromanen schon begegnet. Firefly. Es scheint, Scarecrow hat jedermann mitgeteilt, dass Gotham heute Nacht wehrlos ist. Er ist gefährlich, Alfred. Such nach weiteren Bränden. Ja, das Problem ist halt nur, wir
fangen den Firefly, hauen ihn am Boden, dann nusst er ihm ungefähr 20 bis 23 voll ins Maul und der fliegt davor, wie wenn nichts war. Also, naja, okay. Was soll's. Und alle 4 Minuten diese blöden Panzer da irgendwo in der Nähe, die uns da immer wieder... und auswischen wollen, diese blöden Drohnen. So, gut. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Das war jetzt aufregend genug, die Fahrten. Wer es nicht glaubt, selbst probieren. Es ist nicht einfach. Ja. Vor allem das mit dem Driften. Ich würde mir da wünschen, dass das Batmobil so einen Fahrstil ein bisschen hätte wie Need for Speed. Damit komme ich ganz gut zurecht. Aber fahren, bremsen, sliden, feuern, verfolgen, Doppel-Leertaste für Jump, das ist halt ein bisschen viel. Alles in derselben Sekunde. Aber gut. Wir werden das schon irgendwie schaukeln. So, ich bleibe hier im Regen stehen, das löscht ein bisschen mein Batmobil. Und hol mir was zu trinken, kann ich euch auch nahelegen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.